Wenn wir Aufklärung im skizzierten Sinne betreiben, eingedenk des bekannten, manchen vielleicht schon abgedroschen klingenden Wahlspruchs von Kant, habe den Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen, dann haben wir uns in den letzten Jahren auch darauf konzentriert, die umstrittensten, die kompliziertesten Themen anzupacken, gerade solche, von denen wir wissen und wussten, dass sie umstritten sind, weil wir auch denken, dass ein Aufrütteln und ein Gegensteuer und eine Bewegung gegen den Fluss und gegen den Mainstream zu schwimmen nur dann möglich ist, wenn man sich diesen Themen stellt und sich nicht ausschließlich den Wohlfühlthemen zuwendet, mit denen man nicht aneckt. Wir haben unter dem Aspekt untersucht, das Russlandbild in den Medien, gekennzeichnet von Abfälligkeit, Häme, Niedertracht. Was lange Zeit diskutiert wurde, die militärische Einkreisung ist kein Hirngespinst, sondern Realität. Wir wissen grundsätzlich, Feindbildproduktion dient immer dazu, die Bevölkerung kriegsverwendungsfähig zu machen. Einer solchen Volksverhetzung entgegenzutreten bedeutet nicht, Putin zu lieben oder das Wirtschaftssystem oder die Oligarchen oder die sozialen Verhältnisse in diesem Land gut zu heißen. Andererseits, wenn man der Kriegshetze entgegentreten will, kann man nicht mit einer Litanei beginnen, was man auch alles nicht gut findet. So viel Entgegenkommen haben die Hetzzentralen nicht verdient, aber schlimmer noch, sie würden uns von unserem eigenen Hauptanliegen ablenken. Was umgekehrt aber wiederum nicht bedeutet, dass wir es nicht schaffen sollten, unter uns oder mit Gleichgesinnten oder zwischen Genossinnen und Genossen über eine konkrete Gesellschaftsanalyse auch in solchen Staaten offen zu reden. China in den Medien, gleiches Bild. Abfälligkeit, Häme, Niedertracht. Der US-Imperialismus tut alles, um den Aufstieg des Landes zu einem ernsthaften Konkurrenten zu verhindern, um also die einzige Weltmacht zu bleiben. Er tut alles, das heißt, in manchen Thinktanks wird bereits der neue große Krieg vorausgedacht, der sich exakt mit dem Feind China befasst. Und wir haben als Vorstufe dazu natürlich auch die Bemühungen entlang ethnisch-rassistischer Grenzen, Separatismen zu fördern und eine Zerlegung des Landes in beherrschbarere, kleinere Teile anzustreben, sozusagen eine Balkanisierung anzustreben. Stichwort Balkan, Jugoslawien, das Medienbild, Dämonisierung, Satanisierung, Kriminalisierung ist zwar einen Moment her, ich erinnere aber trotzdem an dieser Stelle, weil es auch auf den Umgang mit den anderen Konfliktpunkten einen Hinweis gibt, daran, was ich in Reden 1999, während die NATO-Bomben fielen, gesagt habe, was da lautete: Wir lösen nicht die Eintrittskarte in den Club der von der NATO lizenzierten Kriegsgegner. Wir grüßen nicht vor ihrem Gesslerhut. Erst dann gegen die Bomben demonstrieren zu dürfen, wenn wir uns vorher heftig von Milosevic distanziert haben. Das wäre ja wie, Bomben sind halt das falsche Mittel, aber die Kriegsziele der NATO teilen wir im Grunde auch. Das heißt nicht, dass wir nicht in anderen internen Diskussionen uns über
die Probleme und die Fehler und die Fehlentwicklungen eines Gesellschaftssystems im jeweiligen Land entsprechend solidarisch unterhalten können und müssen. Aber in der Zurückweisung der Kriegstreiber hat diese Frage Priorität. Oder ich will noch ein schlimmeres Beispiel nennen. Das ist die Frage des Überfalls und des Krieges gegen den Irak. Dass es sich dabei um einen Völkerrechtsbruch handelte, war vielfach unumstritten. Dass wir formal betrachtet die Einschätzung hören konnten, es habe sich ja im Irak des Saddam Hussein um ein säkulares System gehandelt, erinnere ich mich auch noch. Naja, im Vergleich zu dem, was die USA geschaffen haben, fällt der Vergleich sicherlich nicht zu Ungunsten aus. Dass sich der Saddam Hussein in den Krieg gegen den Iran hat hetzen lassen und bereitwillig ihn führte und enge Kontakte zur CIA unterhielt. Wer will es bestreiten? Sollen wir uns nun auf welchen Standpunkt in dieser Situation stellen? In dem Moment, als sie ihn, die Besatzungstruppen ihn gefangen festgesetzt hatten und zum Todesurteil brachten, war aus meiner Sicht, aus Gründen des Völkerrechts, darauf zu bestehen, zu fordern Freilassung von Saddam Hussein, weil das Kriegsvölkerrecht es einfach nicht zulässt, Kriegsgefangene durch die Besatzungsmacht aburteilen zu lassen. Das bedeutet keine Sympathie für diesen konkreten Menschen, aber die Frage der Verteidigung der Prinzipien des Völkerrechts als der Grundlage unseres zivilisierten internationalen Zusammenlebens lässt keine andere Wahl. Ein nächstes konkretes Problem, das uns auch im Zuge der letzten Zeit befasst hat, war Islamophobie. Fragezeichen. Weil in der letzten Zeit im Verband auch Stimmen laut wurden, dass es gar keine Islamophobie gäbe, wovon angebliche Islamophobie die Rede ist. Ich denke, wer diese Woche den veröffentlichten sogenannten Verfassungsschutzbericht und das folgende Medienecho deutlich zur Kenntnis genommen hat, konnte wiederum feststellen, dass die Regierenden gezielt die Angst vor dem Islam schüren, um die Menschen zur Hinnahme weiterer Einschränkungen ihre Rechte breitzuschlagen. Beim Verbandstag 2006 stellten wir bereits fest, in letzter Zeit verweisen uns verschiedene Stichworte wie der Karikaturenstreit, der Kampf der Kulturen, die Islamismusgefahr auf die Brisanz dieser Problematik. Integration und Neokons zielen darauf ab, oder machen deutlich, dass Religiöses bei den Kreuzzugstrategen zunehmend eine Rolle zu spielen beginnt. In dieser Situation sind Freigeister in Versuchung, dem religionskritischen Gestus solcher Kampagnen auf den Leim zu gehen. Hier sind Freidenker gefordert, die Falschmünzereien aufzudecken. Dazu müssen wir uns stärker mit dem Wesen von Religion und unserer Religionskritik beschäftigen und das dialektische Verhältnis von gesellschaftlichem und geistigem in diesem Kontext erfassen.